Caritas ist für mich ein Arbeitgeber mit Zukunft. Caritas ist für mich ein sozial-tariflich orientierter Arbeitgeber. Die Caritas bedeutet für mich Wertschätzung. Caritas ist für mich Menschlichkeit. Hört ihr Leute, lasst euch sagen, ihr sollt diesen Rundgang machen. Hört Interessantes aus alten Tagen, eine frohe Stunde wird euch schlagen und bei Nacht gesehen ist Limburg nochmal so schön. Wir sind heute zu Gast bei den Nachtwächtern von Limburg. Das waren die letzten Zugungen eines Zwölfenders. Ja, der ist gleich abgeworfen. Gemeinsam mit diesen vier historisch gewandeten Herren werden wir durch die malerischen Gassen Limburgs streichen und interessante Geschichten aus längst vergangenen Tagen genießen. Die Limburger Nachtwächter hatten bis etwa 1870 darüber zu wachen, dass sich in der Nacht kein Gesinde herumtrieb, die Türen geschlossen und die Feuer und offenes Licht in den Häusern gelöscht waren. Kurz gesagt, sie hatten für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wir Limburger Nachtwächter, wir hatten ein riesengroßes Glück gehabt. Wir brauchten nie die Uhrzeit auszurufen, weil die Stadt Limburg es sich leisten konnte, auch noch einen Türmer zu beschäftigen. Und der Türmer, der natürlich auf dem Turm des Domes saß, der war für die Zeit zuständig. Der Türmer von Limburg hatte seine Wohnung an exponierter Stelle. Er wohnte in den Türmen des Limburger Doms. Unterhalb dem runden Fenster, das war die Wohnung des Türmers gewesen. Rechts und auch links waren seine Räumlichkeiten gewesen. Er war, wie gesagt, für die Zeit zuständig gewesen, auch für das Glockenläuten. Und der Türmer hatte aber eine ganz wichtige Aufgabe für die Stadt gehabt. Er war derjenige gewesen, der für die Sicherheit der Stadt, und zwar die Feuersicherheit der Stadt, wesentlich dazu beigetragen hat. Denn er konnte von da oben jedes eventuell flackernde Feuer sehen und hat dann Alarm geschlagen. Ich habe hier sogar noch ein Otto, wo zwischen den beiden vorderen Türmen diese Brücke hier oben war, damit der Türmer, wo seine Wohnung war, rübergehen konnte, nach allen Seiten Ausschau halten über die Stadt bis vor die Stadtmauer. Er hat aber auch die Feinde gesehen, wenn Feinde Limburg angreifen wollten. Was hat er gemacht? Er hat jeweils immer eine Glocke geläutet, eine bestimmte Glocke, die Feuerglocke oder die Alarmglocke. Und der Türmer, das war derjenige, der bei uns in Limburg das allermeiste Geld verdient hat. Es ist so unvorstellbar viel. Also ein städtischer Beamter verdiente damals einen Gulden im Monat. Unser Thielemann, unser Stadtschreiber, von dem wir ja schon gehört haben, der verdiente 1,5 Gulden im Monat, also 18 Gulden im Jahr. Nur um das Verhältnis zu erkennen. 72 Gulden bekam er. Das war eine unvorstellbar hohe Summe gewesen für diese natürlich auch sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Aber einer dieser Türme hat mal seinen Job verloren. Was hatte er gemacht? Er ist hingegangen und hat von dem obersten Fenster, da wo er ja wohnte, immer abends seinen Nachttopf ausgeleert. Und deswegen schrieben dann die Herren hier oben im Dom der Stadt Limburg einen Brief. Darin stand, man möge bitte den Türmer auswechseln. Der Türmer ist ein Schwein. Und in der Zwischenzeit ist die Domwand derart besudelt. Es ist ein untragbarer Zustand und wir fordern die Stadt Limburg auf, den Türmer auszuwechseln. Und der letzte Türmer verstarb 1865. Dieser Türmer war nicht beliebt. Bei den Pfarrern und auch bei den Gläubigen, weil er oft vergessen hatte zu läuten, hat oft ein zu viel getrunken. Und am Tag der Beisetzung stand in dem damaligen Amtsblatt folgender Nachruf. Der Türmer, ach der Türmer, der lange uns bewacht, wird heute den schlechten Würmern zum Speise hingebracht. Wie oft hat er von oben auf nun sein Grab gesehen, bei Nacht und Sturmstoben auch stets nach uns gesehen. Geläutet hat er vielen zur letzten ewigen Ruhe,
und legt jetzt zwischen Dielen er selbst die Augen zu. Nach dem großen Stadtbrand im Jahre 1289 wurde dieses historische Gebäude gebaut, welches heute die Kunstsammlung beherbergt. Es war das Haus der Familie Neudens, welches 1399 an die Stadt verkauft wurde. Die Nutzung als Rathaus ist aber erst 100 Jahre später belegt. Nach weiteren 400 Jahren Ratsgeschäften wurde das Rathaus dann in ein altes Schulgebäude am Neumarkt verlegt. Limburg hatte um 1200 Stadtrechte gehabt. Mauern, Tore, Türme, Maße, Münzen, Märkte, Gerichtsbarkeit. Und wir sehen das also hier an unserem Stadtwappen. Und das Gebäude war 500 Jahre lang Limburger Rathaus. Es war nicht gebaut als Rathaus. Es gehen innen 7 Stufen hoch und die Halle ist immer noch über 5 Meter hoch. Da oben ist der erste Stock. Es stand schon einige Jahrzehnte da als Kaufmannshaus. Ja. Deshalb haben wir auch hier an der Straße hohe Hallenfachwerkhäuser. Das heißt, die Kaufleute mussten stapeln, die Hallen waren hoch, sie konnten hoch stapeln. Und das Gebäude ist ein Fachwerkhaus unter Verputz. Als ich klein war, da waren in Limburg, war wenig Fachwerk zu sehen, fast alle Gebäude waren verputzt. Die Limburger Altstadt, so wie wir die jetzt sehen, ist im Wesentlichen Produkt der Restaurierungsphase der 1970er, 1980er Jahre. Da oben war lange Zeit Limburger Standesamt drin. Was heute die Corona-Pandemie ist, war von 1349 bis 1351 die Pest. Es reichte eine kleine Menge von Pestbazillen, die kranke Ratten auf einem genuesischen Schiff nach Europa brachten, um einen ganzen Kontinent zu verseuchen. Damals starben 25 Millionen Europäer. In Limburg starb etwa ein Drittel der Bevölkerung. Die Bronzeplastik, die Tanzenden, erinnert an die Zeit der Beendigung der Pest. Man war froh, man hat getanzt, man war überbordender Freude. Und daran erinnert auch der Satz, der hier unten in Bronze eingelassen ist, aus der Thielemann-Chronik, der da heißt, und da hupt die Welt an zu tanzen und fröhlich zu sein. Also die eine Frau geht in den Oberkörper zurück, die wird meinen 4., 5. Wirbel kriegen. Die andere geht zur Seite, die gibt eine Zerrung. Die raue Oberfläche der Haut ist jetzt nicht der modernen Kunst geschuldet, sondern soll zeigen, wie die Haut ausgesehen hat nach überstandener Beulenpest. Es war ein richtig tiefer Krater. Es ist schon erstaunlich, was man auf einer Nachtwächterführung über Limburg so alles erfahren kann. Diese 4 charmanten, fröhlichen Herren betrachten ihre historische Stadtführung als wahre Profession. Das macht uns Riesenspaß. Sonst würden wir es nicht machen. Mit Menschen in Kontakt zu treten, die Limburg besuchen, denen ein bisschen Limburg anders darstellen. Aber was wir in diesen 12, 13 Jahren erfahren haben, dass immer mehr Limburger oder Menschen aus der direkten Umgebung unsere Touren buchen. Also gar nicht so diese Touristen, wie man sie immer sagt, die von Weitem hier nach Limburg anreisen, sondern die Eingeborenen selbst. Und denen macht es ebenfalls einen riesen Spaß. Und der überträgt sich natürlich auch auf uns. Gucken Sie in diese strahlenden Gesichter rein. Alle ungeschminkt, aber original. Nur Originale. Ich hatte mal eine Gruppe von Erzieherinnen. Und die waren so fasziniert von der ganzen Führung. Die waren so in sich gekehrt, dass ich dann dort Halt gemacht habe, um dann oben die Schreckmaske zu zeigen. Und dann stand eine der Erzieherinnen da und hat gesagt, jetzt möchte ich aber auch einen Beitrag dazu leisten. Hier in dem Haus, im ersten Stock, wurde mein erster Sohn gezeugt. Und das war für sie ganz, ganz wichtig. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, hier hilft weder Weh noch Klagen. Der Nachtwächter nahm euch in die Pflicht, wir machen nun aus Feuer und Licht. Die Zeit mit euch war schön, war fein, doch einmal muss ein Ende sein. Und darum jetzt zu guter Letzt endgültig Schluss, für heute gar aus, ade bis morgen, kommt gut nach Haus.